Hallöchen, meine Lieben, und herzliches Willkommen hier zu diesem Video. Ja, ich reagiere oder nehme einen Tipp, Eigenmeinung zur meine Tipps zur zweiten Bundesliga 23. Spieltag 2023-2024-23.2. bis zum 25.02.2024. Mal sehen, was da für Ergebnisse rauskommen. Und dann kann ich mir zum Ende auch noch meine Ergebnisse ins Video hineinsetzen. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal zu meinen Tipps zum 23. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Vorab, es sind ja wirklich extrem interessante Partien dabei. Alleine schon am Freitag die Partie zwischen Holstein Kiel und den FC St. Pauli, Platz 1 gegen Platz 2. Umgekehrte natürlich, weil Heimrecht hat der Zweitplatzierte. Und ja, ich sag mal so, beide Mannschaften haben ja im Endeffekt die beiden Partien zuvor gewonnen. Am 22. Spieltag Holstein Kiel 4:0 gewonnen in Paderborn und der FC St. Pauli 1:0 gegen Eintracht Braunschweig. Auch da muss man sagen, glaube ich schon, dass Pauli am Ende noch ganz glücklich darüber sein kann, weil sie waren ja mit einer roten Karte. Braunschweig war für mich eigentlich auch ein bisschen die bessere Mannschaft, muss man sagen, von der Chancenverwertung her. Aber Pauli hat es geschafft, über die Bühne zu bekommen und das muss man auch mal schaffen, dreckige Siege einzufahren, weil ja, die sind auch sehr wertvoll am Ende. So, Hinspiel ist eine klare Sache gewesen für Pauli, ein 5:1. Ich sag mal so, Pauli sieht in Kiel meistens nicht so gut aus, außer letztens, da gab es einen 4:3 Erfolg für Pauli. Ich drücke Pauli natürlich sehr, sehr die Daumen, dass sie wirklich dieses Jahr aufsteigen. Es ist vom Herzen her zu gönnen der Mannschaft. Es wird eine interessante Partie, es wird eine torreiche Partie. Ich denke, Pauli wird sich am Ende da klar durchsetzen. Aber ein ganz knappes Spiel wird es am Ende für Pauli. 2:3 Erfolg für Pauli. So, wen Wiesbaden gegen SC Paderborn? Also, meiner Meinung nach, es würde ja Sinn ergeben, dass es 3:2 ausgehen würde. Aber, ja, es könnte danach so ausgehen. Aber mein Bauchgefühl sagt, dass es lieber ein 2:1 für St. Pauli sein könnte. Ja, Hinspiel war, glaube ich, ein 2:1 für Wiesbaden oder Paderborn, eins von beiden war es. Wien-Wiesbaden, zuletzt verloren gegen Schalke mit 1:0 durch einen Elfmeter. Es ist eine Partie, die mich persönlich nicht so interessiert am Wochenende. Ich denke mal, es könnte eine ausgeglichene Partie werden zwischen beiden, wo am Ende keiner gewinnen wird. Und sich beide Mannschaften mit einem 1:1 Unentschieden trennen werden. Also, Wiesbaden-Paderborn, ja, Unentschieden würde ich sagen. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften ein bisschen stärker an die Spiel rangehen würden. Und das heißt, dass das Ergebnis ein kleines bisschen höher sein könnte. Also bei Unentschieden bin ich mir theoretisch möglich, aber ich glaube, dass Paderborn vielleicht irgendwo einen Fehler bei Wiesbaden findet. Also 2:1. So, Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC Berlin. Ja, Hinspiel war ein 13:0 eine klare Nummer gewesen für Hertha. Braunschweig ist aber wirklich momentan echt gut drauf. Aber auch die Hertha hatte 2 Siege in Folge wieder geholt, zuletzt 3:2 gewonnen im Spektakel gegen Magdeburg. Also ich glaube schon, dass die Hertha gewarnt sein sollte gegen Braunschweig. Das könnte eine enge Kiste werden. Ansonsten, also allgemein, sind ja, wenn beide Mannschaften aufeinandertreffen, meistens immer im Schnitt, ich glaube, sogar 3, 4, 5 Tore gefallen. Oder dieses 4-4, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnern könnt, in dem DFB-Pokalspiel. Also es ist eigentlich Potenzial für Übertore und ich glaube auch daran, dass wir Tore sehen werden. Aber ich glaube auch, dass die Hertha den guten Lauf bestätigen wird in aktuellen und auch gewinnen wird gegen Braunschweig. Aber es wird eine ganz enge Kiste werden. Ich denke, die Hertha wird gegen Braunschweig am Ende mit einem 1:2 gewinnen. Oho, 2:1 für Hertha BSC. Okay. Aber ich glaube,
Stadt Braunschweig. Auf einem guten Platz gerade sich richtig gut gefangen hat. Aber Hertha BSC ja ein kleines bisschen Glück wieder gefunden hat. Aber ich glaube, dass es mehr zu einem 2 zu 0 kommen wird und Braunschweig vielleicht bei gewissen Punkten nicht so richtig ins Spiel finden kann. So, dann kommen wir mal zum Derby zwischen Kaiserslautern und Karlsruhe. Ja, Kaiserslautern braucht ganz, ganz, ganz dringend viele, viele Punkte, damit man da unten noch rauskommt und nicht absteigen tut. Karlsruhe zuletzt im wilden Spektakelspiel, würde ich mal sagen, in der zweiten Hälfte zumindest, gegen Fortuna Düsseldorf noch einen wichtigen Punkt geholt. Man hätte das Spiel auch noch gewinnen können. Aber echt eine interessante Partie gewesen zwischen Karlsruhe und Düsseldorf im Topspiel. Gegen Kaiserslautern könnte es richtig schwer werden. Kaiserslautern hat viel zu verlieren. Karlsruhe steht für mich persönlich in der Tabelle auf jeden Fall besser da aktuell als Kaiserslautern. Aber ich hoffe wirklich, dass Kaiserslautern, die Roten Teufel, dass die nicht absteigen. Ich drücke dann auch die Daumen ganz ehrlich. Ich hoffe, es wird so kommen, wie ich jetzt persönlich auch glaube. Ich denke, es wird am Ende eine ganz knappe Kiste, wo Kaiserslautern mit einem 1:0 gegen Karlsruhe gewinnen wird. Ja, also meiner Meinung nach habe ich ein ganz anderes Gefühl, dass der Karlsruher SC ein bisschen besser ist. Man hat gesehen, dass das Spiel ja nur unentschieden für Kaiserslautern ausgegangen ist, die ja ein Tor schießen konnten und mehr dran sind. Aber Karlsruhe ist schon ein kleines bisschen stärker. Vielleicht schaffen die es, den Bogen zu glätten und vielleicht. Na, ich würde sagen, zur Halbzeit würde es so ein 1 zu 1 ergeben, aber mein aktueller Tipp wäre 2-1. So, weiter geht's mit dem Niedersachsen-Derby, meine ich. Ich glaube, die kommen beide aus Niedersachsen. VfL Osnabrück zu Hause gegen Hannover 96. Ja, unterschiedlicher könnten diese Partie eigentlich nicht laufen. Osnabrück komplett letzter, fast abgestiegen. Man hat nur 12 Punkte, 10 Punkte hinter den 17. Ja, und Hannover 96, da muss man sagen, das ist wirklich richtig starker Fußball, was diese Mannschaft momentan bietet. Zuletzt wieder eine Partie gedreht gegen Spielvereinigung Greuther Fürth. Und Hannover steht auf Platz 4. Also sie stehen wirklich richtig gut in der Tabelle da. Hinspiel war eine klare Kiste. Das war ein 7 zu 0 für Hannover 96. So hoch wird es natürlich jetzt im Rückspiel nicht sein. Also bei Osnabrück ist das Komische zu Hause. Da spielen sie oftmals 0-0, ne? Aber auswärts kassieren sie richtig. Und da muss, wie gesagt, Osnabrück ist fast abgestiegen, fast heißt für mich, sagen wir mal, zu 80 bis 90% fast schon, weil ich sag mal so, man hat jetzt nur 12 Punkte und ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich in den nächsten Spielen da irgendwie noch was rausballern wird. Ich glaube auch nicht, dass man gegen Hannover 96 überhaupt eine Chance haben wird. Ich denke mal, dass Hannover das Spiel da am Ende klar gewinnen wird. Man wird ein Tor schaffen, ja, aber auch nur eins. Ich denke, Hannover wird da locker 3 Tore schaffen gegen Osnabrück. Ich glaube nicht, dass Hannover 96 einbrechen tut und auch verliert gegen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde, Osnabrücks Fußball ist keine Mannschaft für die zweite Liga aktuell in dieser Saison. Also ich denke mal, man ist schon mit sehr viel Beinchen in Richtung dritte Liga leider wieder abgestiegen. Ja. Zur nächsten Partie. Ja, also da hat er korrekt auch recht und das ist meiner Meinung nach auch wirklich. Osnabrück spielt zurzeit nicht so ein gutes Fußball wie in der Hinrunde. Man hat ja gesehen, dass sie da gewisse Tore machen konnten. Aber dann irgendwie, ich weiß nicht, immer den Schwung verloren, obwohl sie einen der ja zu Hansa von Hansa gekommen von Hansa gewesen ist, ein John Vogt, der eigentlich theoretisch in der Startelf spielen könnte und richtig sein könnte, dass er da der Mann der Stunde ist und den mal zack mal Tore machen könnte. Aber du siehst ihn nicht.
Nirgendwo in der Startelf, noch nicht mal auf der Auswechselbank. Ich glaube, den haben die schon längst aufgegeben. Also mein Tipp ist 3 zu 0. Partie zwischen Magdeburg und Schalke 04. Hinspiel war ein Spektakel. Magdeburg steht eigentlich für Spektakel. Jetzt hat man es mal wieder gesehen, dass sie wirklich Spektakel auch bieten können. Schalke steht nicht für Spektakel in dieser Rückrunde. Für die geht es eigentlich um jeden Punkt aktuell, dass man da unten nicht noch mehr reinrutscht. Es wird eine richtig schwere Mammutaufgabe für Schalke in Magdeburg. Magdeburg ist wirklich zu Hause und auch auswärts normalerweise relativ gut unterwegs. Ich denke, es wird am Ende eine ganz, 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 ganz enge Kiste. Ich glaube hier nicht an 4, 5 Tore wie im Hinspiel. Vom Potenzial her, klar, könnte es passieren, aber ich glaube daran irgendwie momentan nicht. Ich denke eher, dass es am Ende vielleicht eine Partie wird, wo man sagen wird, Hauptsache nicht verloren. Und deswegen denke ich mal aus Sicht für Schalke, dass man versuchen wird, hier nicht so schnell, wie es geht oder wie es im Hinspiel war, zurückzulegen mit 1-2-0. Ich weiß nicht. Ich glaube, das könnte am Ende vielleicht maximal ein, zwei Tore Spiel werden, wo Schalke am Ende vielleicht gewinnt, aber ich glaube eher an ein typisches 1-1 Unentschieden. So. Meiner Gefühl Unentschieden 1-1 wäre eine Möglichkeit wert, außer Schalke hat in den letzten Partien endlich mal gecheckt, warum sie so weit unten in der Tabelle stehen und haben vielleicht endlich mal den Schalter umgelegt und sich eine neue Strategie einfallen lassen. Sonst rappelt es wirklich beim Vorstand oder beim Trainer bei Schalke 04. Und ich glaube, vielleicht 1-0, aber wenn es unentschieden ausgeht, dann ist es auch gut. Fortuna Düsseldorf gegen Hansa Rostock. Also hier kann man auf jeden Fall sagen, Tore werden kommen. Weil ich habe jetzt mal ein bisschen so nachgeguckt. Ich weiß natürlich, Statistik sollte man nicht nachgehen zwischen Fortuna. Fortuna Düsseldorf ist offensiv richtig gut eingestellt. Hansa Rostock, wenn beide aufeinandertreffen, fallen im Schnitt 3 bis 4 Tore. Die Fortuna ist wirklich echt gut drauf momentan, aber hat es leider verpasst, gegen Karlsruhe den Dreier zu holen. Gegen Hansa Rostock sollte Düsseldorf auf jeden Fall 3 Punkte holen, meiner Meinung nach. Und ich hoffe es persönlich auch für die Fortuna. Ich denke mal, sie werden es am Ende auch knapp schaffen. Es wird am Ende ein knappes 2-1 für die Fortuna aus Düsseldorf. Ja, und jetzt kommen wir mal zum. Da widerspreche ich dir. Da muss ich dir wirklich widersprechen. Du hast nicht gesehen, wie Pereira das Tor gemacht hat. Du hast nicht gesehen, wie Sven wie Aaron Gudjohnsson das Tor gemacht hat. Und wir hatten Möglichkeiten zu einem 3 zu 2. Aber uns hat der Versuch von Dressel, wäre kräftiger, härter gekommen, dann wäre theoretisch möglich gewesen, wir hätten 3 zu 2 vielleicht gewonnen oder 3 zu 1. Wäre das Tor nicht von Glatzel gewesen, wo man eigentlich den Ball oder der Schiedsrichter hätte einfach kurz unterbrechen können, aber nein. Dann wären noch ein paar Minuten extra gewesen. Aber nein, der Schiedsrichter pfeift nicht. Er lässt weiterlaufen. Zack, 2-2. Unentschieden. Okay, geht. Aber gegen Düsseldorf werden wir mindestens 3 Punkte holen. Also mindestens 2-1 für Hansa Rostock. Derby zwischen Greuther Fürth und den 1. FC Nürnberg. Ich glaube, das ist dieses Franken-Derby, heißt es offiziell. Ja, es ist halt so, Greuther Fürth steht immer noch auf Platz 5. Man steht wirklich richtig gut in der Tabelle da. Der 1. FC Nürnberg zuletzt ein 1-1 gegen Kaiserslautern geholt. Nürnberg steht aktuell auf Platz 10. Ich sag mal so, Favorit ist auf jeden Fall für mich persönlich Greuther Fürth. Der 1. FC Nürnberg, ist halt echt schwer einzuordnen. Ich kann diese Partie auf jeden Fall nicht mit 3 Toren tippen. Dafür ist in der Vergangenheit zu wenig passiert mit Toren.
Ich glaube, es ist für beide Vereine wirklich das Spiel, was extrem wichtig ist in einer Saison. Immer zweimal spielt man ja gegeneinander in einer Saison, zumindest wenn man in der gleichen Liga ist. Ich tippe mal auf ein dreckiges 1:0 für Greuther Fürth am Ende. Und ja, der Hamburger SV. Also, okay, 1:0 tippst du. Aber man hat gesehen, wie Nürnberg in Kaiserslautern gespielt hat. Und da war es Heimspiel und das ist unentschieden ausgegangen. Und ich glaube, Nürnberg kann trotzdem Tore machen. Also, mein Gefühl, und das ist klipp und klar, 2:1 für Nürnberg gegen Greuther Fürth. Momentan haben sie ja anscheinend jetzt Verhandlungen mit dem Baumgart aufgenommen. Ob das der Trainer wird für Hamburg, weiß ich nicht. Ich sag's mal so, er ist auf jeden Fall ein Offensivmensch, ein offensiver Trainer. Das passt auch zu Hamburg. Bei Hamburg ist für mich eine offensivstarke Mannschaft. Die sollten nicht nur auf die Defensive achten. Klar, das sollte man auch, das ist natürlich. Aber für mich ist persönlich Hamburg eher eine Mannschaft, die auf die Offensive auch allgemein offensiven Fußball spielt. Ja, sie spielen jetzt gegen Elversberg. Hinspiel hatte man verloren. Elversberg ist auswärts nicht schlecht. Das könnte gefährlich werden am Ende für Hamburg. Man ist jetzt schon alleine 2, 7 Punkte hinter den ersten, hinter Pauli. Und auch Elversberg zuletzt gewonnen, 3:1. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass Elversberg gegen Hamburg einen Punkt holen wird und glaube auch daran, dass wir hier Tore sehen werden. Ich tippe nämlich mal auf ein 2:2 Unentschieden zwischen beiden. So. Also 2:2 könnte sein. Aber man hat gesehen, wie der Hamburger SV Hansa Rostock im Oststadion vorgeführt hat. Chancen rausgeholt. Sie hätten schon mit 2:0 in der ersten Halbzeit sein können. Aber 1:0 in der 30. Minute durch Dompe. Dann zweite Halbzeit. Hansa kam ja wieder zurück. Hat einen Ausgleich gemacht durch Pereira, dann Gudjohnsson und dann wieder Glatzel. Aber ich sehe, dass Hamburg da ein bisschen mehr hat. Aber Elversberg, da bin ich mir. Die haben zwar im Hinspiel, als Hansa Rostock zu Gast war, auch nicht sehr fair gespielt. Und ja. Ich würde sagen, Hamburg macht ein 2:1. Das waren meine Tipps gewesen zum 23. Spieltag der zweiten Bundesliga. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Tipps in den Kommentaren reinschreiben würdet. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und ja, man hört sich, ne? Bis dann. So, okay. Und da kann ich ein was reinschreiben und da fällt mir auch gerade was Richtiges ein. Mal sehen, ob du wirklich richtig mit den deinen Tipps bist. Abo, Like ist da. So. Mal sehen, ob er sich freuen wird. Und ich habe meine Meinung zu dieser Analyse auch gemacht. Aber es wird auch noch zur ersten Fußball-Bundesliga eine Analyse zum Tipp-Vergebungsvideo auch kommen. Und da werde ich auch noch mal meine Tipps zu der ersten Fußball-Bundesliga noch mal. Aber die Tipps, die ich hier mit reingegeben habe. Mal sehen, ob sie stimmen. Er kann sich diese Meinung auch geben.
weil ich dieses Video auch hochlade und dann wird das als Analyse, Tipps, Meinung geben. Also, wie immer, könnt ihr bei mir vorbeischauen auf meinen Kanal Blue Eyes Via Dragon und immer an der Videobeschreibung vorbeischauen, wo meine anderen Social Media Plattformen verlinkt sind. TikTok, Instagram, Spotify, Discord-Server, auch mein Twitter-Account. Ja, like da lassen, Kommentar in der Kommentarenbox und teilen das Video an andere. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder und Couscous geht an jeden Supporter raus. Und damit bin ich jetzt raus.